Was mir noch wichtig ist an der Stelle, ist, über das Thema soziale Kompetenz noch zu reden. Also verstanden meistens als etwas, wo man bestimmte definierte Skills erwerbt oder hat, die daraus Fähigkeiten und Verhalten abbilden, um gut zu führen. Ich gehe da heute einen Schritt weiter und sage, soziale Kompetenz heißt für mich Räume schaffen. Und physische wie virtuelle Räume. Und zwar Begegnungsstätten, die es möglich machen, dass ein soziales Gebilde stattfinden kann. Also wenn ich in meinem Führungsauftrag Mitarbeiter dazu befähigen soll, dass sie sich in einem Veränderungsprozess befinden, dann reicht es nicht, dass ich einfach nur irgendwie sage, ja, ich kann jetzt einen situativen Führungsstil anwenden und habe die Fähigkeit, empathisch mit dem Mitarbeiter zu sprechen, sondern ich muss dafür sorgen, welche Begegnungsräume brauche ich, damit Menschen befähigt werden, eben genau das zu tun, sich zu verändern. Und das ist weitaus mehr. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu kryptisch unterwegs bin, im Sinne von, was ist das genau? Es kann aber auch was Physisches sein, also was Materielles im Sinne von, dass ich eben Räume bauen muss, in denen bestimmte Arbeitsformen auch möglich sind. Und wobei das Wichtigere für mich ist einfach, soziale Kompetenz heißt Interaktion unter verschiedensten sozialen Bedingungen so möglich machen, dass Menschen bezogen, wenn man es jetzt den wirtschaftlichen Hintergrund sieht, am Wertschöpfungsprozess gewinnbringend für alle mitarbeiten können.